Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. So heißen wir euch herzlich willkommen am Sonntag Rogate zu diesem Gottesdienst. Wir wollen mit euch feiern, singen, Gott loben, aber vor allen Dingen wollen wir das Gebet an diesem Sonntag in den Mittelpunkt stellen. Rogate bedeutet bittet oder auch betet. Die Wirkungskraft des Gebetes, die Last, die den Betenden von den Schultern genommen wird, der Austausch mit Gott, all das soll heute der rote Faden in unserem Impuls hören sein. So nimmt der Wochenspruch für die kommende Woche all diese Dinge in sich auf. Er steht in Psalm 66 und lautet: Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Zum Eingang haben wir bereits die schöne Melodie eines bekannten Volksliedes gehört. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert. Es war bereits Teil des ersten evangelischen Gesangbuches und viele Generationen sind damit groß geworden. Wie lieblich ist der Main, verbindet die Freude über die Schöpfung Gottes mit der Motivik des neu erblühenden Frühlings. Wir laden euch ein, die Strophen 1, 3 und 4 zu singen. Ich lade euch ein, mit mir zu beten. Barmherziger Gott, du hast uns ermutigt, uns an dich zu wenden, mit allem, was uns am Herzen liegt. Wenn es uns schlecht geht, denken wir oft an dich und flehen um Hilfe. In guten Zeiten vergessen wir leicht, dir für alles zu danken. Wir zweifeln auch manchmal, ob du wirklich zuhörst, ob du wichtig nimmst, was wir dir sagen, ob du dich bewegen lässt von unserem Gebet. Du kennst unsere Gedanken, du weißt, was wir brauchen. Erbarme dich unser. Amen. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten des Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihn jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe in seiner Hand. Amen.
Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag, Rogate, trägt die Überschrift Wahre und falsche Frömmigkeit beim Beten und steht bei Matthäus im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Worte der Heiligen Schrift. Das nächste Lied, zu dem wir euch einladen möchten, ist ein modernes Lobpreislied, das ursprünglich in einer freikirchlichen Bewegung in Australien geschrieben und vertont wurde. Der deutsche Text passt ganz hervorragend zum Thema dieses Sonntags. In dem Text besingen wir die Herrlichkeit Gottes und die Annahme unserer Sorgen und Ängste im Gebet. Ich will dich anbeten. Wir möchten euch einladen, alle Strophen mit uns zu singen. Dieser Welt, du strahlst in unserer Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Herr aller Zeiten, du bist hoch erhaben, herrlich im Himmel erhöht. Doch voller Demut kamst du auf die Erde, zeigst, worin Liebe besteht. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du bist mein Gott, denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du bist vollkommen gut zu mir. Herr, nie begreife ich die Last, die du am Kreuz getragen hast. Getragen hast.
ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Ich will dich anbeten, will mich vor dir beugen, will dir sagen, du nur bist mein Gott. Denn du allein bist herrlich, du allein bist würdig, du nur bist vollkommen gut zu mir. Liebe Gemeinde, jeder Mensch kann mit Gott sprechen. Du oder sie ist da auch schon von Jesus geklärt. Er sagt, probiere es einfach mit Vater oder wie er sagt, Papa. Eine große Hilfe ist das Vater unser Gebet. 9 von 10 Menschen in Deutschland kennen es. Bekenntnis und Bitte, ja selbst Widerständiges ist in diesem Gebet enthalten. In dem Gebet blicke ich auf meinen Standort und stelle fest, Gott will mich frei machen durch seine Liebe und mich herausreißen aus allen Strukturen, die mich klein machen und einsam und hungrig sein lassen. In der staatsnahen Kirche in Nordkorea wird kein Vaterunser gebetet. Die Bitte nach dem Kommen des Gottesreiches ist hierfür sicherlich der Grund. Dein ist das Reich, ist ein Bekenntnis und ein Freiheitsruf. Ein Freiheitsruf, der Diktatoren frösteln lässt. Nicht Corona oder irgendwas regieren mich, sondern Gott, der mich umsorgt, liebt und behütet, wie es eine Mutter oder ein Vater mit aller Kraft, Macht und Liebe zu tun versuchen. Das heißt, Gott, du bist der Herrscher. Gott, deine Herrschaft ist da und deine Herrschaft nimmt immer mehr zu. Dein ist das Reich, Gott regiert. Gott ist im Himmel und regiert. Himmel ist aber nicht irgendwo da oben. Dort oben ist die Lufthülle der Erde. Das Blau, das wir sehen, ist das Weltall. Himmel ist nicht da oben. Himmel ist hier. Oder bei euch dort in den Zimmern, Wohnungen und Häusern. Jeder Mensch kann mit Gott sprechen. Im Gebet ragt der Himmel in unsere jeweiligen Himmel. Eigentlich sagt Jesus, Vater unser, der du bist in den Himmeln. Himmel ist die Dimension Gottes, die verbunden ist mit unserer jeweiligen Dimension. Himmel ist das, wo wir nicht hin können. Ein Widerspruch? Aber Gott kann zu uns kommen. Gott kann bei uns sein. Er möchte uns nicht in unseren Versuchungen allein lassen, uns den Versuchungen überlassen oder gar, dass wir an sie verloren sind. Gemeint ist der Himmel, der kommt, auch nach Buko. Hier bei mir, bei euch und euren Lautsprechern. Also, Gott regiert vom Himmel aus. Gott regiert hier in Buko und ebenfalls in Australien auf der anderen Seite der Erde. Dein ist das Reich. Gott regiert. Dein ist das Reich, Gott. Gott handelt nicht nur an uns, indem er uns den Glauben schenkt und uns zu Christinnen und Christen macht. Gott wirkt an dir und an mir, indem er uns umgestaltet. Jeder Mensch kann mit Gott sprechen und sein Friedensreich herbeibitten. Er liebt uns, so wie wir sind. Er vergibt uns, was wir falsch machen in unserem Leben. Aber wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Dein ist das Reich. Das heißt, Gott schwenkt seinen Zepter über unserem Leben
und verändert uns. Mit seiner Liebe heilt er unsere Schmerzen, die wir durch andere Menschen zugefügt bekamen. Mit seiner Güte macht er unseren kalten und steinharten Hass weich und warm, sodass der Hass weniger wird und die Zerstörung durch uns bei anderen abnimmt. Durch die Gemeinschaft mit anderen Christinnen und Christen arbeitet Gott an unseren Ecken und Kanten, mit denen wir andere verletzen. Durch Seelsorge und Gespräche heilt Gott unsere inneren dunklen Festlegungen und er führt uns in die Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Dein ist das Reich, Gott. Du handelst heilvoll an denen, die zu dir gehören. Gelobt seist du. Du veränderst uns zum Guten hin und machst aus uns heile Menschen, die anderen Wegweiser werden können. Dein ist das Reich, Gott. Gott handelt nicht nur an uns, indem er uns den Glauben schenkt und uns zu Christen macht. Gott wirkt an dir und an mir, indem er uns umgestaltet. Mit dem Vaterunser können wir lebendes Schweigen in die Schranken weisen. Jeder Mensch kann mit Gott sprechen. Angesichts von so viel bedrücktem Schweigen in der Welt fragen die Jünger Jesus: Wie sollen wir beten? Was haben sie gedacht, was jetzt kommt? Welche Orte man aufsuchen soll? Welche Gesten passend sind? Welche Rituale dazu gehören? Jesus antwortet mit dem Vaterunser. Ein paar wenige Sätze. Und eine Haltung. Es ist nicht kompliziert. Ihr könnt einfach du sagen. Gerät man in eine Beerdigung hinein und der Pfarrer sagt: Lasst uns nun beten mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat, Vater unser. Selbst wenn man dann schweigt, ist er plötzlich im Himmel, in einem. Gott sei Dank. Amen. Lasst uns Fürbitte halten. Himmlischer Vater, du hast uns in deine Nachfolge gerufen. Du hast uns Augen und Ohren gegeben, dass wir die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen. Du hast uns Hände gegeben, damit wir helfend zupacken können. Du hast uns Münder gegeben, damit wir davon reden. Von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Güte. Und du hast uns dazu eingeladen, zu dir zu beten, mitzubauen an deinem Reich. So öffnen wir unsere Lippen, um zu dir zu beten. Lass uns das Gebet wichtig sein, so wichtig wie das tägliche Brot. Hilf uns, dass unser Leben ein Leben des Gebetes sei. Gib uns stets Worte, die versöhnen, die Trost spenden, die ermutigen, die Hoffnung machen, Worte, die von deiner Liebe künden. Hilf denen, die keine Worte mehr finden, um zu dir zu reden. Lass sie die Kraft unseres Gebetes spüren. Erwecke ihre Ohren,
damit dein Wort nicht vergeblich gesagt wird. Lass die Kranken und Schwachen erfahren, dass du sie nicht allein lässt, indem du Menschen auf sie aufmerksam machst und zu ihnen führst. Lass Zeichen der Liebe und der Hoffnung sichtbar werden, selbst dort, wo es hoffnungslos zu sein scheint. Hab Dank für deine Verheißung, dass du unser Gebet erhörst. Im Vertrauen darauf hören wir nicht auf, zu dir zu beten. Gemeinsam singen wir das Vaterunser. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In Ewigkeit, in Ewigkeit. Amen, Amen, So verabschieden wir uns von euch. Wir wünschen euch einen schönen Tag und eine gute Woche. Nächsten Donnerstag sind wir wieder für euch da und kommen an Christi Himmelfahrt zu euch nach Hause. Bleibt gesund und beschützt durch Gott den Herrn, der dein Gebet erhört, der dich kennt und bei deinem Namen gerufen hat. Der Gott, der uns trägt und begleitet, sei bei euch und schenke euch seine Liebe. Als Segen haben wir uns dieses Mal einen Spruch aus dem Psalm 28 ausgesucht. Er hat mir neue Kraft geschenkt und mich beschützt. Ich habe ihm vertraut und er hat mir geholfen. Amen.